Bei starkem Bremsen bleiben moderne Fahrzeuge durch ABS auch in Extremsituationen beherrschbar. Doch wer das für seine persönliche Sicherheit voll ausnutzen will, der muss es üben. Sonst hilft auch das beste ABS-System wenig. Bei Vollbremsung ohne ABS rutscht der Wagen in Fahrtrichtung weiter. Mit Antiblockiersystem kann diese Unfallsituation vermieden werden, denn der Wagen bleibt beim Bremsen lenkbar. Versuchsstrecke. Vollbremsung in der Kurve. Dank ABS blockieren die Räder auch auf trockener Fahrbahn nicht. Der Wagen bleibt lenkbar. Ohne ABS sieht eine Vollbremsung so aus. Die Räder blockieren. Das Fahrzeug rutscht trotz eingeschlagener Lenkung in der Bewegungsrichtung weiter. Der Vergleich mit einem geschobenen Kettcar macht diesen Effekt deutlich. Ungebremst folgt das Fahrzeug dem Lenkeinschlag. Werden die Räder jedoch blockiert, wie dies bei einer Vollbremsung ohne ABS der Fall ist, dann rutscht das Fahrzeug trotz eingeschlagener Räder geradeaus weiter. Bei einem Auto ist das genauso. Sobald die Räder blockieren, ist der Wagen nicht mehr lenkbar. Wann ein Rad beim Bremsen blockiert, hängt von zwei Faktoren ab. Von der eingesetzten Bremskraft und von der Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche. Der Reifen rutscht, sobald die Bremskraft größer ist als die Haftung zwischen Reifen und Fahrbahn. Nässe verringert die Haftung auf der Straße. Die Reifen blockieren früher als auf trockener Fahrbahn. Wohin der Fahrer auch lenkt, das Fahrzeug ohne ABS gehorcht dem Einschlag der Räder nicht. Mit blockierten Rädern lässt sich ein Fahrzeug nicht lenken. Im Unfallbericht heißt es dann, auf rutschiger Fahrbahn aus der Kurve getragen. Ganz anders mit ABS. Das Auto fährt in die Richtung, die der Fahrer bestimmt. Das ABS-Fahrzeug bleibt auch in der Kurve beim Bremsen lenkbar. Ein Pulsieren im Bremspedal und das leichte Riegelgeräusch signalisieren, dass ABS arbeitet. Zurück in die Realität. Ist der Bremsweg zu kurz, hilft nur eins, ausweichen, also voll bremsen und lenken. Aber das geht gefahrlos nur mit ABS. Stau auf der Autobahn. Häufig kommt es am Stauende zu schweren Auffahrunfällen. Auch wer den Stau erst spät erkennt, hat mit ABS noch die Chance, dem Stauende auszuweichen. Ohne ABS, Vollbremsung auf Laub. Das Fahrzeug mit ABS kann trotz Vollbremsung ausweichen und hinterlässt keine Spuren. Ohne ABS ist die Blockierspur sichtbar. Unter den Vorderrädern hat sich ein Laubkeil gebildet. Winterliche Fahrbahn. Hier hat ABS entscheidende Sicherheitsvorteile. Bremsen auf unterschiedlich glattem Untergrund. Dank ABS kommt das Fahrzeug sicher zum Stehen. Auf der Versuchsstrecke die gleiche Situation ohne ABS. Auch tonnenschwere Brummis ohne ABS tanzen hier Walzer. Nur mit Hilfe des elektronisch geregelten ABS kann der Fahrer beim Bremsen auf unterschiedlich glatten Fahrbahnoberflächen sein Fahrzeug sicher beherrschen. Das gilt auch für Brummifahrer. Bei der Vollbremsung auf unterschiedlich glatter Fahrbahn schieben 38 Tonnen den Sattelzug nach vorne. Dank ABS bleibt der Koloss lenkbar und kommt sicher zum Stehen. Dank moderner Fahrzeugtechnik ist jetzt auch das Fahren im Winter unproblematisch. Aber im Winter ist man nie vor Überraschungen sicher. Mit Hilfe von ABS ist Bremsen und Ausweichen auf schneeglatten Straßen möglich geworden. Das weltweit eingesetzte ABS ist eine millionenfach erprobte Technik. Sensoren überwachen das Drehen der Räder. Mikroprozessoren regeln den Bremsdruck so, dass das Rad trotz Vollbremsung nicht blockiert.
Auf nasser Fahrbahn ist ABS jeder anderen Bremsart überlegen. Hier der Bremsweg mit blockierten Rädern auf nasser Fahrbahn. Zweiter Versuch ohne ABS, jedoch mit Stotterbremse. Der Bremsweg ist bei gleicher Geschwindigkeit etwas kürzer. Dritter Versuch, Vollbremsung mit ABS. Der Bremsweg ist kürzer als bei allen anderen Methoden. Das gilt auch auf trockener Fahrbahn. Wie bremst und lenkt man mit ABS richtig? Viele wissen es nicht. Fahrsicherheitstraining. Grundsätzlich führen wir das Lenkrad auf der sogenannten Viertel-vor-drei-Lenkradhaltung. Gehen Sie mal, wenn Sie nach einem Zifferblatt eine andere... Die richtige Position zum Lenkrad und richtiges Bremsen sind Voraussetzungen für das Ausweichen vor einem Hindernis. Wer dies perfekt beherrscht, der ist gegen die meisten Gefahrensituationen gewappnet und reagiert bei einer Notbremsung nicht mit Panik. Jetzt noch zum letzten Punkt, Bremsen selbst. Wie ich im Teil schon gesagt habe, sollten Sie grundsätzlich die Kupplung treten. Um optimal bremsen zu können in der Gefahrensituation, mit dem rechten Fuß Schwung holen neben dem Lenkrad und schlagartig nach vorne. Lass es nochmal. Schwung holen. Zack. Richtig, genau. Lass es nochmal. Jetzt die Praxis. Der Instruktor fährt die Ausweichübung auf trockener Fahrbahn vor. Da am Hindernis vorbeilenkt, dann klappt das wunderbar mit dem Fahrzeug mit Antiblockiersystem. Damit die Teilnehmer die Wirkung des ABS schon bei geringer Geschwindigkeit spüren, wird auf nasser Fahrbahn geübt. Je öfter die Übung wiederholt wird, umso größer wird die Sicherheit in ungewohnten Situationen. Ein Fahrsicherheitstraining bietet die ideale Möglichkeit, das Ausweichen vor Hindernissen, also das richtige Bremsen und Lenken, zu lernen. Moderne Fahrschulen lehren das Bremsen mit ABS. Jeder Fahrlehrer weiß, die ABS-Elektronik regelt so schnell, dass die Reifen keine Bremsplatten bekommen. Bitten Sie Ihren Fahrlehrer um wenigstens eine Fahrstunde auf dem Übungsplatz und probieren Sie das Bremsen mit ABS. Auch wer den Führerschein schon länger hat, sollte das Bremsen mit ABS üben. Spaß macht es zu zweit. Das Verhalten des eigenen Fahrzeugs mit ABS in Extremsituationen lässt sich so erfahren. Schnell hat man das Gefühl, mein Fahrzeug ist in jeder Sekunde beherrschbar. Und immer daran denken, bremsen und lenken und beim Lenken den Fuß fest auf der Bremse lassen. Beim Training merkt jeder selbst, erst wenn das Bremspedal pulsiert und man die Regelgeräusche hört, arbeitet das ABS. Man lernt voneinander und sollte es sich einprägen. Mit ABS kann man sicher bremsen und lenken. Und daran denken, dass ABS nur sofort einsetzt, wenn schlagartig gebremst wird. Besonders für Kleinwagen ist ABS ein Sicherheitsgewinn, denn in der Stadt sind häufig gefährliche Situationen zu umfahren. Auch Ihr Kleiner sollte mit ABS ausgerüstet sein, denn Bremsen und Ausweichen ist oft lebensrettend. Merkel. Eine einzige Notbremsung ohne ABS macht die Reifen unbrauchbar, weil es dabei zu solchen Bremsplatten kommt. Übrigens, eine ABS-Ausstattung ist meist nicht teurer als 4 neue Reifen. Deutschlands Autofahrer legen jährlich Milliarden von Kilometern zurück. Trotz zunehmender Verkehrsdichte, die Unfallstatistik entwickelt sich positiv, dank sicherer Autos. ABS ist ein ausgereiftes, millionenfach bewährtes Sicherheitssystem. Das Antiblockiersystem hat einen entscheidenden Anteil an der rückläufigen Zahl der Verkehrsunfälle. Durch ABS konnten schon viele Unfälle, im wahrsten Sinne des Wortes, umfahren werden.